Hallo, das ist Wolf Games und herzlich willkommen zum letzten Kampf in der PBA Season 3, wo es nochmal um alles geht. Es sieht ziemlich gut aus, dass wir den ersten Platz haben können. Allerdings, wenn wir diesen Spieltag gegen Kiltani jetzt verlieren und Mindtube gewinnt, gewinnt Mindtube die PBA. Sollten wir gewinnen, sollte Mindtube gewinnen, dann haben wir gewonnen. Sollten wir verlieren, Mindtube verliert, haben wir immer noch gewonnen. Dementsprechend geht es jetzt um alles. Und damit wir das Ganze jetzt hier einfach nach Hause bringen können, wollen wir natürlich jetzt gegen Kiltani auch gewinnen, damit wir selber dafür verantwortlich sind. Gut, was hat denn der liebe Kai für ein Team gedraftet? Und wir kennen ja unser Team, switchen mal um und er hat Freds. Meine Güte, ist das threatening, seine S-Picks. Er hat Kyurem Black und Mega Meditalis. Ihr kennt vielleicht noch Mega Meditalis als ein gebanntes Pokémon in der GPL, zumindest mal zu einer Rückrunde, wo ich für gesorgt habe, weil er ziemlich strong ist. Und oh mein Gott, ist der gefährlich. Und einen Switchin da zu finden, ist gar nicht mal so leicht. Und er hat mich ein bisschen bei meiner Draft-Historie ein bisschen begleitet, weil er einfach ein verdammt starkes Mon ist. Und Kyurem Black sowieso 170 Attack, 120 Special Attack, Ice Coverage, oh, ist einfach verdammt nices Mon. Sein AT ist auch nicht schwach, sowas wie Felinara ist einfach ziemlich nicer Wishpasser. Bulkige Fee kennt man. Sherox, ziemlich cooles Mon, hat Verfolgung, haben wir schon mal gesehen, mit als Mega-Sherox für das Mega-Latias. Kaiutsu, schnell. Es hat nicht die besten offensiven Stats, aber ist trotzdem ziemlich cool, weil er eine coole Coverage hat. Kann auch Spikes, T-Spikes haben. Donphan, was sein Hazard Removal kann. Ich meine, er hat ein paar. Ne? Er hat noch seinen Sherox und seinen und noch seinen Skuntank. Aber was ist das Problem? Donphan ist ein einziger Rock. Und das ist gut. Das ist schon mal gut zu wissen. Er hat einen Rock. Das ist okay. Das ist okay. Das Skundong, die Foggenmöglichkeiten. Lanton, unser Boy Lanton im gegnerischen Team. Das ist ja quasi ein Skandal. Und seht ihr, der Ordino. Er hat seinen Leafeon. Und er hat Grill Cheater. Aber wieso auch nicht? Was kann man zum Team sagen? Er hat keine Ground Immunity. Das ist kind of amazing. Ich weiß nicht, wie man das schaffen kann, aber er hat es gemacht. Er hat ein Impel-Boden-Weak-Team. Nur, dass er nicht Barry, sondern Kiltani heißt. Und was bedeutet das? Eigentlich sollten wir Spikes hier spammen. Wie sonst noch was. T-Spikes und einfach so gewinnen. Und das wäre eine Möglichkeit. Das Problem ist, dass Gabadon nicht gerade so hundertprozentig ins Team reinpasst. Aber ich habe eine andere Idee, weil es gibt so einen Boden-Move, den man einsetzen kann. So Erdbeben. Und der sieht ziemlich lecker aus. Vor allem seine einzige Resist ist tatsächlich Leafeon. Und dann gucken wir einfach mal, was ich mir da überlegt habe. Gut, gehen wir aber zum ersten Mon. Megalatias. Und warum Megalatias? Der ist halt einfach offensiv ziemlich nice. Free Attacks ist ziemlich cool. Normale Sherox werde ich doch immer weghauen. Also Psychoshock plus HP Fire. Hey, das letzte Mal hat es nicht geklappt. Dieses Mal würde es klappen. Dieses Mal werde ich das Sherox ausnocken. Weil diesmal kriegt er keine extra Speed Def. Und das sollte doch immer passen. Draco Meteor vor allem ist ziemlich nice. Ich meine, ich zeige euch nochmal das Team vom, das ist mein Team. Das Team von Kai. Draco claimt halt fast immer was. Das ist ziemlich, ziemlich crazy. Also dementsprechend offensiv ist hier der way to go. Wir sind auch schneller als eigentlich. Ja, alles bis auf Kaiutsu. Das ist ziemlich nice. Speed ist auch dafür schnell, dass wir schneller sind als Kalchita. Erste Bulk, Special Attack und nochmal Roost für Recovery, weil wir Tenga mal noch nicht, ne? Also, das ist schon ziemlich nice. Dann haben wir Empoleon dabei mit der Final Stance mit Protect, weil der kann ja sowas wie HJK spielen. Das möchte ich auch drücken. Können wir gegen Protecten, 50% weg, das wäre nice. Können ein bisschen Toxic Storm mit Empoleon, denken wir, wenn wir halt in sowas wie Sylveon reinkommen, drücken wir Toxic. Vielleicht geht dann Kyurem Black, der getoxic ist nice, der kann Protecten, Scouten, Lefties kriegen, ziemlich cool. Scald, offensiver Move, klar, und Defog. Größtes Problem wäre Sub Kyurem Black. Die Frage ist halt, ob der den mitnehmen möchte und mitnehmen kann. Ist ein bisschen schwierig. Sub Roost wäre natürlich ziemlich nice für ihn. Ice Beam, Earth Power. Aber wir haben sowas wie Empoleon, wir haben sowas wie Cobalion. Und vielleicht denken sie sich so, okay, der wird Flash, können wir nehmen, wir haben auch sowas wie Aromatis. Also ist ein bisschen schwierig für ihn, das glaube ich, zu machen. Vielleicht wird das eher ein offensives dann sein. Und was ist Investment? First Step so gut wie wir können, weil wir halt dann so einen Fusion Bolt mal von Kyurem Black tanken. Den Earth Power tanken wir sowieso. Und Speed tatsächlich, damit ich halt schon Level als ein Min-Speed, also nicht Minus-Speed, aber 0-Speed-EVs Sherox, weil er so physisch defensiv Sherox spielt, bin ich schneller als der und kann ihn dann scalden. Der kann mich natürlich dann nur mit Bullet Punch hitten. Das wäre, glaube ich, ziemlich cool. Vielleicht kann ich den so dann mal defeaten, das wäre natürlich nice, weil ich kann ihn ja auch burnen. Und dann kann er danach es Superpowern, das wäre ganz nice. Apropos Superpower, zweiter Steel-Tap hier, Cobalion mit Helmet, weil
Vielleicht wollen wir dir mal einen Fake-Out von Mega Militaris ranhauen, um den Damage dann zu kriegen. Das heißt, generell, ich glaube, Helmet ist das bessere Item. Obwohl, ich habe es gar nicht mal evaluiert mehr. Obwohl, auch gegen Sheerox ist Helmet ganz nice, damit ich von dem Hit hänge. Ja, ich glaube, Helmet auch so gegen Newton. Ja, doch, Helmet ist das Item der Wahl. Double Step, ganz klar. Rocks auf jeden Fall, die wollen wir hundertprozentig legen. Und dann SD, weil mit SD können wir halt vielleicht Sheerox dann defeaten. Sheerox ist ein bisschen scary und deswegen haben wir nochmal einen SD draufgehauen, damit wir halt tatsächlich auch nicht im 1v1 verlieren, weil da können wir gegen den SD. Klar, der kann Superpower drucken, aber Kobelen hat einen ziemlich guten Natural Book, dass er, glaube ich, eine Superpower vermutlich tankt. Außer der ist auf plus 2, dann natürlich nicht mehr. Aber gut, dann ist der vielleicht SD, Roost Superpower, Bullet Punch oder so, ist auch ein bisschen komisch. Auch wenn er vielleicht mein Team hittet. Hittet der mein ganzes Team? Schauen wir mal. Egal. Speed für Simis hier. Close Combat ist auch nice. Also dementsprechend, der kann noch ein bisschen revengen. Ist halt schneller als OCQ und Black, Medicham. Generell möchte ich schneller als sie sein. Das setze ich hier mit dem Trend auch fort. Haben Miss Mages. Und da vermutlich Spin Donphan spielen, vielleicht Rock Spin. Möchte ich mal Rock singen, aber ich möchte nicht, dass er Spin. Deswegen haben wir Miss Mages hier dabei. Der checkt ein bisschen. Generell Will-O-Wisp ist ganz nice. Und meine Fighting Immunity ist cool. Wisp ist ziemlich nice, weil er möchte halt nicht so viel in den Will-O-Wisp reinhauen. Hex ist dann noch natürlich geboostet. Taunt, damit er sich dann nicht recovern kann mit sowas wie Ordino, Sylveon und so weiter und Pain Speed für die Recovery. Ich glaube, das ist einfach nochmal ein ziemlich nices Mon von Early bis Midgame. Der wird vermutlich nicht ewig leben, aber der Hauptpunkt ist ein bisschen, dass ich das Team von ihm anschippen möchte und da macht Miss Mages, glaube ich, einen sehr, sehr guten Job. Cobblerberry, falls er sowas in Skuntank gehen möchte, mich pursuiten möchte, kann ich das auf jeden Fall blocken. Donphan kann auch Knockoff und generell ist das, ist kind of mein Donphan-Counter. Warum ich einen bauen musste, I don't know, aber das ist mein Donphan-Counter. Let's go. Ja, ich bin mal gespannt, wie das hier funktionieren wird. So komplett ist immer so ein bisschen Stallier. Ja, nicht Stallier, halt so ein. Das ist kind of ein Stallbreaker irgendwie, wenn wir so Wisp Hex Taunt spielen. Weil wir Ordino auch defeaten, ohne dass wir irgendwie eine Move haben, die zu hitten, bis auf Will-O-Wisp. Ja, ich glaube, der sollte cool sein. Ich bin mal gespannt. Wieder schneller als Simis hier. Hab zwar nur Hex, aber das sollte fein sein. Dann nochmal Oromatis. Der ist dafür ausgelegt, dass er halt 2 jetzt von Q und Black tanken soll. Zumindest wenn er Special ist, Mix Defensive. Wenn er Iron Edge spielt, dann, I guess, kann er nicht 2 jetzt tanken. Okay. Mega Medi ist eh hoffnungsverloren, obwohl ich Fistef spielen könnte, damit Protect sogar relativ nice, aber ja, schwierig. Und ich habe ein paar Monster, die faster sind. Ich habe sowas wie Miss Mages, der kann in Fighting Move immer reinkommen. Und Wisp Pax ist halt gar nicht mehr so unfettening für den. Es muss irgendwie reichen. Ich brauche mir einen besseren Check für Human Black, das ist wichtiger. Deswegen hier Robot ist. Und da kann man einen Hit von Mega Medi alles checken. Also das ist auch nicht außer Frage. Wish Tech ganz klar, Moomers ganz klar. Und HP Fire, weil Scissor, wenn es Scissor reinkommen möchte, dann hätte ich den. Ich kann sowas wie Hebel draufhauen oder irgendwas anderes, aber sind wir ganz ehrlich, das ist nicht so, wichtig. Ich glaube, es ist eher wichtiger, dass ich Wish tagte und Boomlast drücke, der Rest nicht move. Ich meine, Toxic wäre cool, aber ich glaube, es ist besser, dass ich Sheerox nicht auf mehr setupen kann. Nur Sheerox dann sonst ganz threatening wird, sonst gegen was anderes kann er sich nicht wirklich setupen. Weil sonst alles zu stark, so den kind of defeaten kann. Deswegen wollen wir das auch nicht fortsetzen, wollen wir das nicht stoppen, dass irgendwas hier Setup gibt. Deswegen haben wir hier HP Fire. Sollte passen. Und lassen wir das Lando. Und das ist meine Idee, dass er keine Ground Immunity hat. Adamant, Scarf, weil er hat halt schon so S-Ränge, die schneller sind und dementsprechend. Bennett wäre cool, sagen wir so, oder SD, Rock Polish oder so. Aber ich möchte einfach Immediate Power haben. Und Adamant Earthquake ist strong, vor allem wenn du keine Ground Resist oder Immunity hast. Ich meine, das einzige Leafeon könnte tanken, aber der möchte auch keine U-Turn nehmen, dann drücken wir einfach weiter Earthquake. Und Earthquake tut wirklich viel und ich glaube, das ist tatsächlich ein Ding, wo wir sagen, hey, wir öffnen mal den Kalkarooney. Und ich weiß, es ist mal ein bisschen längeres Teambuilding, aber ich habe ein bisschen drüber nachdenken müssen hier, weil ich will das gewinnen. Also dementsprechend, ist ja okay. Ich gebe ja immer an, wie lange der Kampf dauert, wie lange das Ding dauert. Gucken wir mal einfach Sheerox. Sagen wir mal, Sheerox ist für sich defensiv. Machen wir einfach mal Techniker, by the way. Das darf ich nicht vergessen im Kampf. Techniker, zack, bam, nach Rocks. So, zack, ist einfach ein Tool. Also gut, kann natürlich dann Lefty sagen, oder? Na, nur 9%. Also okay. Das ist komplett physisch ausgelegtes Sheerox. Nehmen wir mal an, da sind wirklich keine Lefties drauf. Dann können wir einfach Tool, wenn er nach Rocks reinkommt. Und das finde ich ziemlich nice. Das ist aber ein cooler Kill. Klar, sowas wie Donphan nicht und sowas wie Ordino auch nicht. Aber die nehmen alle ziemlich guten Chip und sowas wie Ordino kann auch nicht direkt mich killen. Also das ist eigentlich schon ziemlich nice. Guck dir einfach mal den Damage an. So, Element Earthquake ist ziemlich nice. Das ist der Cleaner, der soll revengen können. Ich glaube, Lando ist meine Wincon gegen Ende, weil mein Team ist so ein bisschen darauf ausgelegt, dass es immer mal ein paar Mons weghaut, immer mal ein paar Mons
checken kann. Und das Team langsam aber stetig downshippt und dann Lando kann Mr. Clean mit seinem Namen am Ende dann Clean mit Scarf Earthquake. Müssen wir nicht viel überlegen. Und falls doch mal mehr Damage sein sollte, haben wir Explosion, Superpower, falls er so ein Blödsinn wie Ballon spielt. Und ich glaube, Superpower sind ein oder zwei Matchups besser. Ich glaube, damit mache ich einen Klein, wenn ich mehr Damage auf Kyurem Black und sowas. Oder gegen Ordino. Und dann, vielleicht, falls wir nicht die 1% Roll eingehen wollen, dass Earthquake und Ninja nicht killt, können wir nicht superpowern. Ich brauche keine anderen Moves. Sagen wir es so. Eigentlich will ich Earthquake haben. U-Turn ist cool für Momentum. Superpower Explosion einfach für die paar Hits, die ein bisschen stärker sein sollen. Und das war's dann. Gut, und das ist dann das Team, was es richten soll. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, dass es was werden wird. Und verabschiede mich dann mal jetzt in den Kampf natürlich. So, und damit sind wir dann im Kampf gegen Kai. Ich bin sehr gespannt und ich wähle mein Team aus. Und es kann losgehen. Er hat sein Team ausgewählt. Ich bin mal sehr gespannt, wie das werden wird. Oh mein Gott. Ach, Finale. Simis, er hatte dabei. Crazy. Das heißt, ich muss mir geladen, jetzt gehen wir, das ist fein. Sivion, okay. Er hat das Team nicht so, wie ich es mir vorstelle, aber er hat kein Hazard Removal. Das heißt, auf jeden Fall, Rocks sind mega important. Ich würde das hier als Lead tatsächlich sehen, dass ich Cobalion. Weil er ziemlich gut Rocks legen kann gegen seinen Squad. Gegen einige Leads macht er auch einen sehr guten Job hier. Ich glaube, dass Cobalion Rocks legen, glaube ich, ziemlich huge ist, weil er zwei Rocks weak hat und keine Removal. Er könnte Spikes dabei haben, das wäre das Einzige, aber ich glaube tatsächlich, dass Rocks legen mein Play. Obwohl er hat Scissor. Scissor könnte die Fox sein. I guess, das ist was. Müssen wir mal gucken. Ich glaube zumindest Cobra ist nice. Ich meine, Sing ist halt, ihr könnt halt sowas wie Medi dann leaden. Wir haben leider keinen Volt Switch, was ein bisschen annoying ist. So eine Superpower wollen wir auch nicht tanken. Obwohl für Rocks, I guess, wäre das ein Trade-off. Weil wenn er sowas wie Ben zu Power Scissor ist, ist das dann fein. Ist nicht hundertprozentig klar. Aber ich glaube, Cobra sollte eigentlich recht fein sein. Deswegen liegen wir noch damit. Let's go. Und wir starten gegen Kai. Der finale Kampf. Let's go. Ich liebe die Musik. Jetzt kostet es okay. Also wir haben gerade eben gesagt, okay. Wisst ihr was, wenn der Superpower Bandit direkt drückt, ist fallen wir Rocks kriegen und der dann halt kein Defog hat. Dementsprechend würde ich das direkt nehmen eigentlich. Eine normale Regular Superpower tanken wir immer. So die Bandit. Aber ich will die Rocks, die wir haben. Er nimmt Helmet Damage. Und bringt die Monster sind immer weiter in Earthquake, vor allem wenn wir Rocks haben. Ja, ich lege auf jeden Fall die Rocks, hundertprozentig. Tarnsteuer. Ja, genau, auf jeden Fall. Kraftkloss. Wenn uns killt, ist fein. Okay, es macht nicht viel Damage. Okay, das ist gut, das ist wirklich gut. Weil wir haben Rocks, der hat einen Death Drop und der nimmt Helmet Damage. Wir können den nochmal CC'en. Scissor könnte fast down sein bald. Warte, wir können mal Damage kalken sogar. Das war echt nicht so viel. Kloss Comet sieht jetzt mega, mega gut aus. Boah, sieht das gut aus. Ja, ihr könnt es ausnocken, aber den können wir halt so load chippen, dass halt nicht mehr viel macht. Und wenn das hier so Removal ist, dann sowieso nicht. Okay, das wäre wir nicht 100%ig Tag invested. Der ist. Ich glaube, der hat gar kein Investment, so wie das aussieht. Ja, doch, hat ein bisschen Investment, aber nicht so viel. Könnte aber Element ein bisschen sein, aber. Ha. Wenn einfach so ein Max HP nur ist. Machen wir jetzt halt mit Kloss Comet eine Menge. Ja, wenn wir Helmet haben, können wir den vielleicht sogar ausknocken. Kloss Comet sieht mega free aus. Ich glaube, wir können das Sherox verlieren und keepen die Rocks. Okay, der ist super low und die Frage ist halt, ob wir ihn jetzt killen oder nicht. Auflockern, okay. Wir kriegen jetzt direkt wieder die Rocks hinterher geschmissen, das auf jeden Fall ganz klar. Bester Case ist natürlich, ihr Patron liebt jetzt hier, sind wir ganz ehrlich, aber wir wollen über die Tarnsteine haben. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr klar. Das machen wir ihm auch ziemlich klar. Aber Rocks sind wichtig, damit sowas wie Mega Medital ist durch einen Earthquake died. Und Q und Black anchippen, alles anchippen ist nice. Genau, er wächst sogar raus. Oh, das ist richtig gut. Wir kriegen die Rocks einfach trotzdem for free. Und der geht ihm viel Nara. Und den wollen wir eigentlich mit Iron Head treffen. Weil der ist ein Mon, was tatsächlich einen Earthquake gut tanken kann. Also ich werde es in allen Shell einsetzen. Ne, den wollen wir anchippen, Oh mein Gott, Lando sieht nachher so gut. Er wechselt aus. Okay. His boy. Ist Greninja.
Okay, das war ein cooler Play von ihm. Einfach auf einen Ironhead in Greninja wechseln, aber nimmt Rocks plus einen Ironhead. Und wir haben, glaube ich, mit Romantis einen ziemlich coolen Switch in. Okay, und er... Sehen wir irgendwas an Schaden oder sowas? Hm. Können wir den natürlich jetzt hier Kobelen abwerfen, aber Kobelen sieht trotzdem noch ziemlich, ziemlich gut aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allem jetzt da Rocks liegen alles. Worst case natürlich, wir gehen in Romantis und dann kriegen einen Defog, aber dann kriegen wir trotzdem noch die Rocks, ne? Hm. Ich glaube tatsächlich, dass Romantis jetzt einmal der Play ist, weil wir am besten scouten können. Wish rauskriegen einfach. Ob Scissor durch Rocks hat, ich glaube nicht, ne? Aber wir haben eh keinen besseren Switching jetzt als Romantis oder das Monster Second. Das heißt, wir wechseln eher in Romantis. Und werden auch ein bisschen Damage kacken. Also das ist jetzt hier ganz wichtig. Aber bisher sieht es auf jeden Fall dann ziemlich, ziemlich gut Start aus. Wenn er nicht Scarf ist, kann tatsächlich auch Lando bald schon gewinnen. Was überraschend ist. HP, okay. HP what? HP. HP Eyes. Wait, nee, hä? Wait, das hat gar keinen Sinn. HP Eyes, ja, weil er ist, hä? Wait, hä? Hä? Was ist das für ein HP? Hidden Power. Wait, warum macht er auch so wenig Schaden? Der hat kein Protein, genau, ja. Okay. Protein weg, so. Wait. Hä? Wait, der hat nur 26 KP Schaden gemacht, bin ich blöd? Wir drücken einfach mal die Mondgewalt und gucken, was passiert. Hä? Hä? Maribel, Simisier? Nee, Sylveon. Okay, das ist aber fein. Den chippen wir auf jeden Fall an und können im Polion gehen. Und dann kriegen wir halt einen Scald. Und der sieht auch ziemlich nice aus gerade. Genau, wir kriegen Free Damage Crit, okay. Ich glaube, das ist Spätstev sogar. Der hat irgendwie... Das muss HP not very effective sein. Also HP Fighting, I guess. Ich glaube, ich kalk nochmal, ob das HP Fighting Damage sein könnte. Hidden Power... Ich habe hier was ganz komisches gekalkt. Ich habe hier 26. Ja, das muss... Der kann aber... Der ist doch nicht Invest... Also... Nee. Doch, der kann Invest sein. Okay, HP Fighting war das. Okay. Jetzt können wir aber in den Podium gehen. Okay. Okay, wir haben es herausgefunden, was wir machen. Ist aber bei mir nicht rausgewechselt. Das ist auch gut zu know. Wir drücken jetzt Scald. Wir können natürlich Toxic drücken, aber Scald ist hier auf jeden Fall erstmal der Play. Weil wir wollen nicht, dass er Scissor wischt. Und Scald ist trotzdem nice auf anderen Mons. Auf Sylveon wäre Scald Burn natürlich unfortunate. Aber wir können ihn nicht erlauben, dass er in Scissor wechselt und dementsprechend machen wir das. Er könnte jetzt natürlich Yonkyu und Black gehen, aber wir drücken jetzt erstmal Scald. Damit er, wie gesagt, in Scissor nicht hoch recovern kann. Bisher sieht es aber ziemlich, ziemlich gut aus. Bisher sieht es ziemlich, ziemlich gut aus. Vor allem wenn Spitdev Steven ist, wie ich hier sehe, weil dann Adam mit Lano einfach broken aussieht. Ich weiß ja nicht, ob es Scarf Ninja ist. Wenn es nicht Scarf Ninja ist, dann hey, let's go. One Punch Man, Medichip auf dem Scald. Oh, das ist risky. Oh mein Gott. Komm schon. Das ist risky. Also eigentlich muss David dafür jetzt nicht rewarded werden. Komm schon, let's go. Burn und? Ah, oh, unfortunate. Das war risky von Kai. Wow. Gut, wir protecten erstmal. Ganz klar. Boah, auf dem Scald in Medichip, ey. Ah, gut. Scalds waren in der Vergangenheit der PBA immer ein bisschen kalt auf beiden Seiten. Also gucken wir mal. Wir drücken mal Protect, scouten mal, was er machen möchte. Ist ein bisschen schwierig jetzt. Aber da er Dawn Fun hat, können wir, glaube ich, tatsächlich Miss Mages gehen, nehmen, burnen. Er wird eigentlich ein Jetschick kennen. Ich meine, eigentlich sollte er nicht, keine Ahnung. Zen. Okay. Und jetzt, da er gesehen hat, dass er Zen. Keine Ahnung, was er machen wird. Eigentlich Ice Punch, I guess, wird er machen. Maybe. Oh, ist auch so strong. Ich meine, Zen plus Bullet. Zen killt einfach Miss Mages, maybe. Ich glaube, da Miss Mages am wenigsten macht, ist das, glaube ich, der Play da reinzugehen. Auch wenn wir den jetzt hier verlieren, ist es vermutlich das Beste, in den zu gehen. Weil er könnte jetzt Ice Punch und dann tanken wir, maybe. Können Burn rausholen, bis Packs anfangen. Das ist okay dann. Obwohl ich eher Pain splitten möchte. Ach, dass er das reingeholt auf dem Scald. Ich krieg die Krise. Das ist sogar Fighting Move, ne? Ablegen. Oh yes, let's go. Okay. Jetzt kriegen wir erstmal ein Überlicht drauf, auf was. Let's go, Miss Mages. Venom is inside. Okay, perfekt. Er hat auf jeden Fall Zen und Drain Punch. Sylveon haben wir Wish gesehen.
Ja, das heißt vermutlich auch Protect. Wenn dann Simisee jetzt geht auf aber Will-O-Wisp, dann hey, crazy. Aber gehe ich erstmal nicht davon aus. Ich glaube, wir würden Sivion gehen, dann können wir aber dann erstmal Hex. Ah, Taunten. Taunten und dann Hexen. Wir wollen ihn nicht wishen, wollen eher tatsächlich downchippen lassen. Medicham muss auf jeden Fall Rocks weiternehmen. Genau, wechsel auch raus. Perfekt, dann wieder Rocks. Er wird, glaube ich, Scissor opfern, wenn nicht. Er wäre Maribel, aber das ist sein. Das ist sein Sivion, das ist gut. Also, wir wollen weniger burnen, wir wollen eher toxiken, aber da wir halt Taunt haben, ist es okay. Ja, wir burnen ihn auch, das ist okay. Das ist im Konto durch Chip-Schaden und da ich eine Burn jetzt noch 12% ist statt 6, das ist fein. Und der wird halt immer downgechippt, ne? Also, wenn wir jetzt Verhöhner einsetzen, kann er sich hier nicht recovern. Wir können einfach mal einen Hex abfeuern. Und er möchte gar nicht mal so viel hier das nehmen lassen. Also, wir drücken jetzt auf jeden Fall jetzt erstmal Verhöhner und sind damit ziemlich glücklich. Let's go, Venom. Kein Wunschtraum für dich. Okay, das ist sehr gut. Der ist jetzt, glaube ich, unter 50%, was auch ziemlich wichtig ist, um den hier zu besiegen. Also ich glaube, wir sehen sogar ziemlich gut gegen außen. Eine Bürde ist jetzt auf jeden Fall unser Play. Wir könnten natürlich Will-O-Wisp eine Switch out und sowas, aber sowas Greninja nimmt wieder Rocks, muss er eine Bürde nehmen, der wurde schon mal angechippt. Also, ja, Miss Mages macht ja gerade einen nice Starbreaker-Job. Muss man sagen. War ein bisschen risky, auf den Fighting-Move den reinholen zu müssen, aber hey, es hat doch geklappt, Miss Mages, let's go. Deswegen der Protect gegen das Overprojecten. Hat sich schon mal gelohnt. Er hat zwar kein HJK, aber es hat sich trotzdem gelohnt, wie wir gesehen haben. Also das ist auf jeden Fall nice, auf jeden Fall nice. Und jetzt irgendwie so, oh, er muss auswechseln. Ja, aber irgendwas muss jetzt hier mal ein Ghost machen. Klar, 65er Base und nicht so strong und alles, aber ist fein. His boy ist Greninja. Aber Greninja nimmt Rocks und nimmt Hex. Und ist schon fast down, dass der fast durch alles dying könnte. Der durch alles. Bist durch nochmal ein Hex, I guess. Aber das ist okay. Der Place ist, glaube ich. Also, ihr könnt jetzt. Warum ist halt. Ich glaube, ich gehe in den Romulus. Weil das Ding ist halt, er könnte natürlich jetzt einen Scissor gehen und den recovern, aber dann drücken wir immer HP Fire. Weil er wird probably roosten und dann wollen wir den von weg killen. Rocks sind zu wichtig, auch dass wir halt irgendwie was Blödsinn machen. Find's sauer. Ja, das war fein. Er hat nicht unbedingt den Mumla switchen und das macht nichts. Das macht absolut nichts. Ich habe zweimal DP aufgeschrieben. Einmal für Drain Punch, einmal für Dark Pulse. Hoffentlich werde ich mich daran erinnern, was ich mit DP meine. Aber das ist okay. Und wir drücken jetzt einfach mal eine Mondgewalt und sollten probably vielleicht sogar was killen jetzt gerade. Was ziemlich nice ist. Let's go, Remnant ist. Wenn der Silvigor, der nimmt Rocks und zwei Moonlas auf jeden Fall reichen dafür, dass der died. Wenn der Shadowx danach geht, sagen wir mal, er sackt dann Silvigor mit einem Wish offen, muss ich mit dem HP 5 wieder gegen Scissor drücken, wenn er roostet. Aber das ist fein, das ist fein. Weil er auch nicht so 100% investiert, das macht er auch nicht so viel. Er macht ein bisschen Schaden, ne? Also das ist nicht weak, aber es ist okay zumindest. Ein PB Warding hat ein bisschen was Gutes. Let's go, PB. Okay. Bisher sieht alles danach aus, dass ich es in der Lage habe, dass ich das machen kann. Ich habe ein bisschen Angst vor dem Scarfum noch auf dem Greninja, aber der wird downgechippt, der wird downgechippt, der wird downgechippt. Und dann, wie gesagt, ist halt. Den Rocks halt und der Earthquake halt ziemlich nice. Und er sollte durch zwei Moonblasts vor allem nach Rocks und Burn jetzt dying. Das heißt, er kriegt vielleicht einen Wish, aber wird danach dying. Und das ist okay. Genau, ja, auf jeden Fall. Der died durch den nächsten Moonblast. Okay, das ist gut. Ich überlege, ob mein Play jetzt hier zu wishen oder zu protecten ist, weil ich glaube, er died durch den nächsten Burn, oder? Ist nicht ganz klar jetzt. Weil wenn er durch den nächsten Burn died, ist auf jeden Fall mein Play immer zu wishen. Aber ich kann es hier nicht genau sagen, deswegen drücke ich hier Mondgewalt. Genau. Aber das heißt immer, dass viel Nahrung weg. Das heißt, kein Wish mehr für ihn. Einer steht draußen, offen, und er wird auf jeden Fall jetzt ein Simisee gehen. Aber das gibt uns tatsächlich den Switch in Latias und können Draco abfallen. Also das ist okay. Das ist schon okay. Der Romulus ist wieder voll. Und das ist gut. Das ist gut. Das ist auf jeden Fall gut. So, wenn ein volles Romulus. Ich glaube, er geht jetzt in Simisee, weil das ist das Beste, was mich rausforcen kann. Chucky, das ist sein. Wait, Sherox. Wait, wir haben schon ganz genau gesagt, wie wir das hier handhaben. Haben wir schon ganz genau gesagt. Aber ist ein besser Play hier natürlich zu roosten, weil er hier versuchen muss, irgendwie natürlich seinen Sherox hochzukommen. Aber deswegen haben wir die HP Fire drauf, einfach damit sowas nicht passieren kann. Wenn wir jetzt die Ausnahme wäre natürlich perfekt. Patronen. Aber das ist gut. Wir killen ihn einfach. Klar. Der ist jetzt angechippt. Das ist jetzt mega angechippt. Aber weißt du was? Sherox dafür zu killen ist nice. Kein Wish mehr. Klar, ja, keine. Okay. Er hätte tatsächlich roosten können mit der Marombe, mit der Ockerberry wäre voll gewesen. Aber nein. Nicht mit der Romatis. Nicht mit der Romatis. Okay, das heißt, Rocks bleiben, zwei Mons sind down. Das sieht richtig gut für uns aus. Der ist angechippt, aber er sollte einen Ranger lassen. Ice Beam tatsächlich uns nicht mehr killt noch. Also dementsprechend alles gut. Und Romatis mit den zwei Kills. Wieso nicht? Earthquake sagt immer noch eine Mega-Win-Com.
Hume Black müssen wir noch anchippen. Simisi Diet natürlich mega medial ist, kann dein. Ich möchte am besten noch, dass er nochmal in Rocks reinkommt, ne? Aber guck mal, er kommt in Rocks schon einmal rein. Jetzt hatte ich die Frage, was mein Play ist. Wir könnten Kobellenopfern dafür sorgen, dass der in Earthquake Range ist. Das wäre vielleicht ein Play. Wenn wir denken, dass Kobellen nicht mehr viel macht. Aber der Close Combat könnte noch ziemlich nice sein, vor allem für Hume Black. Das ist die Frage. Wollen wir nicht, dass er einen Sub kriegt? Wir könnten ihn jetzt einfach opfern. Wir könnten jetzt einfach sagen, hey Aromatis, du hast einen guten Job gemacht, wir müssen nicht opfern. Aber das Problem ist dann natürlich, dass Hume Black dann verdammt gefährlich aussieht, vor allem wenn er eine Sub-Variante ist. Und das möchte ich eigentlich gar nicht riskieren. Und er möchte immer Zen, ne? Latas darf ich nicht opfern, weil Simisi sonst scary werden könnte. Nee, also, ne, Romit ist zu gut. Ich habe auch Angst, dass er subbt, aber wenn ich switche, dann möchte er eh subben, oder? Und dann ist immer Kobane Insect sowieso der Player. Also eigentlich protecte ich jetzt für ein bisschen Lefties. Genau, erstmal protecten für ein bisschen Lefties, weil wenn er subbt, möchte, macht er es eh auf dem Switcher und dementsprechend alles gut. Ich werde ihn nie attacken. Zen, okay, genau. Wie viel nehmen wir davon überhaupt? So ein bisschen die Frage für mich. Zu viel. Okay, gut, dass wir nachgefragt haben. Eigentlich ist Cobalion der Play, ihn dann mit den Earthquake Range zu bringen. Ich habe ein bisschen Angst, dass er irgendwie dann doch noch mal ein bisschen mehr Bulk hat, dass er lebt, aber eigentlich nicht. Eigentlich nach Helmet. Na gut, wenn er Max HP ist, ne? Aber nach Helmet plus Rock sollte er eigentlich ein Range sein. Ich kann ihn auch mit meinem Miss Mages natürlich rausforcen, aber da kann er an was anderes gehen. Also auf 80%, ne? Earthquake. Ich möchte meine Wincon nicht abwerfen, obwohl ich mit anderen Mods auch gewinne. Ich glaube tatsächlich, dass Cobalion Zack mit Helm mit der Play ist. Er kann natürlich auch missen. Das wäre natürlich auch nice, aber da er nicht. Ja, nee. Also klar, Queen Black kann ich aber auch halt noch mit anderen Mods gewinnen, mit Megalatis oder sowas. Gifty, what? Okay, jetzt bringen wir ihn auf jeden Fall in Earthquake Range. Warum macht Kobalion immer so Dinge? Wieso ist Kobalion immer so broken in solchen Szenarios? Der kommt immer auf Mons rein. Der ist mein Feigen-Type-Check. Der ist mein Ground-Type-Check. Warum macht Kobalion so Dinge? Kobalion, ey. Ja, genau. Helmet, der ist auf jeden Fall die Key-Range. Und das ist auf jeden Fall nice. Den kriegt er nicht hochgerüstet, kriegt er nichts mehr. Mir geht's einfach Lernen drücken auf Kick. Er muss einen Q und Black danach geben. Ist unser Play jetzt tatsächlich, in den zu gehen? Wir könnten jetzt auch in. Das Problem ist halt, wenn wir Latis gehen, ist halt das Ding, ob er das eher danach ein Ranger gehen kann. Unser Aromatis ein bisschen angechippt ist. Aber wir könnten. Das Problem ist halt, wenn ich jetzt in mein Lando gehe, habe ich Angst, dass er danach in sein Cube Black geht. Und der könnte natürlich ein bisschen scary noch sein, vor allem wenn er eine Sub-Variante fährt. Beziehungsweise muss er da rein. Außer Scarfed Ninja, dann sehen wir das aber. Also ich habe drei Optionen. Ich kann natürlich Venom gehen, aber Venom gibt ihm keinen auf Simisi oder Greninja. Und das heißt, ich claim keinen Kill. Lando claim ich auf jeden Fall eine Kill, weil ich drücke Earthquake. Und das claim mir eine Kill. Da kann er nichts gegen machen. Ninja Dragon, kein off. Außer er macht einen cheeky Play. Na, ich glaube, Lando ist trotzdem der Play. Weil ich habe ein bisschen drüber nachgedacht. Ich glaube nämlich tatsächlich, wenn ich Latias gehe, eine Bullet Punch, kann ich tatsächlich keinen Scarf Ice Beam mehr leben von Kim Black, was ich aktuell noch kann. Und vielleicht wird das nochmal wichtig. Und dementsprechend, ich glaube, hier Erdbeben der Play. Ich meine, die können auch U-Turn. Aber Erdbeben garantiert mir halt den Kill. Und dementsprechend nehme ich ja auch den garantierten Kill. Also, sind wir ehrlich, ich nehme den garantierten Kill, okay? U-Turn ist, ich meine, maybe, aber nee, ich nehme den garantierten Kill, okay? Ich nehme das jetzt. Ich nehme das jetzt, dann kannst du mich nicht stoppen, Kai. Außer geht ein Scarf, Cube Black oder sowas. Dann schon, aber whatever, wir claimen jetzt den Kill. So, du wechselst aus, okay, wir claimen den Kill. Kill wird geclaimed. Frozen Heart. Da ist Cube Black, da ist er. Gucken wir mal, wie viel Damage wir machen. Ich bin jetzt echt gespannt, weil. Was bist du für ein Cube Black? Was bist du für eins? Du bist der größte Fretic gerade. Was bist du? Okay. Keine Info. Ihr könnt jetzt Scarf sein. Und Scarf ist natürlich das größte Problem. Was gehe ich jetzt? Das Ding ist halt, Scarf ist schwierig für ihn, irgendwas zu drücken. Ich weiß nicht, ob er Scarf ist, ne? Wenn er Roost ist, möchte ich trotzdem in Empoleon geben, weil ich ihn toxicen kann. Und dann Protect. Ja, ich glaube, Empoleon ist der Play. Weil es schwierig gegen hier jetzt gegen Lando, Fusion Bolt, Earthport zu drücken, weil die beide Immunity sind. Er muss keiner versuchen, den Wunsch zu haben, aber wenn er Life-Op ist oder so, sehen wir das jetzt am Damage. Ich muss irgendwie den Damage-Kick jetzt auf Namen. Erdkräfte, okay. Hat er nice predicted. Aber es ist halt die Frage, was bist du für ein Set? Was bist du? Wer bist du?
168. Okay. Okay, das hat viel Schaden gemacht. Mit einer Normal Lefty sind wir auf jeden Fall da in der Range, dass wir das tanken. Aber was bist du für ein Kyurem Black? Das ist jetzt eine sehr große Frage. Okay, der kann auch einfach Scarf sein. Dann war das hier eine Scarf Min Roll. Ah, nee, Blödsinn, wenn er Mordes ist, aber er ist nicht Mordes. Okay, Scarf. Wenn wir es protecten, leben wir auf jeden Fall. Ist der Play, falls er Scarf ist, ist der Play jetzt in Venom auszuwechseln, weil der Medicham doublen könnte auf dem Protect? Ich glaube schon. Ich möchte nicht, dass er Medicham doublet auf dem Protect, dementsprechend wechseln wir jetzt aus in unserem Miss Mages. Wenn er jetzt roostet, dann hey, nice gemacht. Aber wir tanken auch noch nicht. Erdkräfte, okay. Wait, oh, Moldbreaker. Klar. Also, klar, natürlich. Drücken die Bürde. Okay, er war Scarf, aber wir wissen's, wir sind rausgewechselt. Gut, Helena hat er auch gekillt, aber das ist gut. Das heißt, sein einziger Monster, die halt noch Earthquake Tank, gut, Scarf Ninja muss für ihn gewinnen. Ansonsten gewinnen wir jetzt einfach mit Earthquake, außer sowas wie Selecberry Simisee oder Scarf Simisee. Aber ansonsten sieht es ziemlich, ziemlich gut aus. Wenn das Simisee geht, werde ich auf jeden Fall taunten. Ich werde mir das jetzt opfern und taunten, weil ich möchte kein Nesbot, ich möchte kein Bullshit, kein gar nichts haben. Ich werde auf jeden Fall taunten, weil der könnte sonst scary sein, aber so können wir einfach Earthquaken. Und er geht hinten his Boy Ninja. Der nimmt aber wieder Rocks. Wir wollen natürlich, dass er so viel Rocks nimmt, wie wir nur können. Wir werden hier... Ich glaube, Miss Mages keepen ist halt cool, weil so können wir garantieren, dass er keine Drain Battery Recovery kriegt, wenn wir aufs Opfern können. Weil ich habe ein bisschen Angst, dass er natürlich in Medicham geht und ganz viel Recovery wieder kriegt und das mag ich alles nicht. Romotus gibt ihm Maybe Setup in Simisee. Können wir das hier hundertprozentig gewinnen, wenn wir irgendwas richtig machen? Oder falsch machen? Oder was auch immer. Er könnte Dark Pulsen. Dark Pulsen gibt ihm auf jeden Fall immer, dass ich in meinen Romotus gehen muss, ne? Also vielleicht ist Romotus trotzdem der Play. Ich habe nur ein bisschen Angst, dass ich ihm Setup gebe. Aber solange wir Latias haben, sollte das kein großes Problem sein. Ich glaube, ich werde ihn hier noch keepen und gehen in Romotus. Weil das Einzige, was wirklich das Gefährliche sein könnte, ist Simisee noch. Und auf Romulus will er auch nicht Drain Punch. Ich glaube, das ist fein. Ihr könnt jetzt Gangschotten oder sowas. Das ist fein. Eisstrahl. Genau, ja. Gut, Freezen ist auch ein Weg hier raus. Aber hoffentlich nicht. Okay, ja. Ice Beam hat der. Okay, jetzt halt ein bisschen die Frage. Eigentlich ist Moomlass der Play immer. Weil den jetzt opfern danach ist eh mein Player, also drum mal Moomlass. Wechsel, okay, er bleibt drin. Das heißt aber, sollte Simisee nicht Selecberry, Scarf oder sonst was sein, gewinnen wir jetzt ab dem Punkt mit, nevermind. Wir sind gefreezed. nevermind. Ob wir das jetzt nutzen zu setupen? Gehen wir weiter um Moongewalt. Wir haben eine Chance aufzutauen und, was soll ich machen? Wir können danach über ein Empoleon gehen und Scald. Okay, den verlieren wir jetzt hier. Es ist unfortunate, aber ich glaube, es sollte noch okay sein. Scarf hier ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr scary. Vor allem Scarf Dark Pulse. Aber wir müssen auch hier deswegen Empoleon keepen. Weil Scarf Dark Pulse kann natürlich mit Flinch durchgehen, aber Empoleon mit Protect kann auf jeden Fall dagegen halt bestehen. Da wird der hier gefreezed sowieso nicht. Aber Empoleon können wir jetzt reingehen. Wenn der Scarf ist, drücken wir jetzt auf jeden Fall hier einen Scald. Der kann uns nicht freezen und Scald killt jetzt einfach was. Danach opfern wir das Mages gegen Mega Medicham, keepen den hier auf jeden Fall noch und das sollte trotzdem dann noch Möcher Win sein. HP fallen, okay, das heißt, Ninja died jetzt sowieso und er macht Chip-Schaden auf uns, das ist aber fein. Wenn wir leben, boah, aber sehr close, weil E-Belt anscheinend war oder sowas, aber Scald, Torrent Boost, auf jeden Fall, das ist ein tolles Ninja und jetzt sollte er nicht irgendwie ein ganz weirdes Simisee haben, sollten wir das gewonnen haben. Aber wir haben noch Mega Latias, wir werden ihn hier auf jeden Fall wegwerfen, egal was er macht. Wenn er Simisee geht, drücken wir auf jeden Fall Scald. Ich werde auf jeden Fall kein Setup zulassen, kein gar nichts zulassen. Wir machen hier keine Faxen, kein gar nichts machen wir hier. Ich glaube, wir sollten tatsächlich Scald gegen Simisee drücken, der killt uns maybe. Wir drücken einfach Earthquake. Drücken einfach Earthquake. Oder gegen Medi auch einfach Earthquake. Einfach immer Earthquake. Simisee, wenn er reingeht, wenn er Scarf ist, ist fein. Er muss sich gegen irgendwas locken, was ihm nicht gefällt. Was mir sehr gefallen wird. Vor allem muss ich in Scarf HP Ice drücken oder sowas. Das heißt, ich sage jetzt einfach eigentlich Venom. Ah, gegen Venom kann er sich setupen. Ich habe ein bisschen Angst damit. Scarf HP Ice wird aber nicht Lati killen. Scarf HP Ice ist mega weird. Mega weak. Nee, ich drück Scald, drück Earthquake. Ja, ich drücke immer Scald und Earthquake. Confirmed. Zen hittet. Nice. Impulion down. Können Earthquake drücken. Und Simisee sollten wir. Das Ding ist halt, klar, Bullet Punch plus Fire Blast. Aber wir haben immer noch mega Latix in der Hinterhand. Scarf Simisee kann nicht gewinnen.
Und da wir uns in Earthquake locken, kann er sich auch nicht setupen oder sowas. Also er hat Sugarberry, aber Sugarberry ist immer slower, können mit Lati dann gewinnen. Und ich glaube, damit sollten wir dann den Win nach Hause fahren. Ich glaube, das sollte der Win tatsächlich jetzt sein. Wir haben den Win, wir haben es versucht, so gut wie möglich hier gerade runterzuspielen, um 100% den Win rauszuholen. Megamidi ist down, Sim ist hier das letzte Mon. Wenn das Garf ist, fein. HPI sollte nicht zu viel machen gegen Megalates. Wir sollten dagegen gut dastehen mit zwei Psyshocks in Ausdauer. Und HPI muss noch nicht mal Lando killen, weil diese Simis hier, diese Affen sind mit 98 Special Attack bestückt. Und er hatte schon Scarf, also weiß ich nicht, ob er mehrere mitnehmen möchte. Aber wenn wir jetzt Öfke drücken, wenn wir ihn jetzt hier killen, komm schon, Leno. Bringst du das nach Hause, Mr. Clean? Bringt Mr. Clean das Game nach Hause? Und wir sind schneller, drücken Earthquake. Er hat eine Sugarberry. Aber das ist fein. Das ist fein. Weil, erstmal Adam mit Lando. Killen wir dich aber trotzdem. Let's go, Lando. Und damit gewinnen wir 3:0 gegen Kai. Und damit auch die PBA, meine Damen und Herren. Oh mein Gott, war das am Ende nochmal stressig. Mit der Niederlage gegen Mindube hat er sich echt zurückgekämpft. Am Anfang haben wir sehr hart dominiert in der PBA, aber wir haben eine Differenz von 28. Da wir 3:0 gewonnen haben, kann Mindube mit dem 6:0 nicht mehr aufholen. Und wir haben zu 100%ig gewonnen. Ich bin mega, mega happy. Die PBA hat mir einen heiden Spaß gemacht. Und dass wir jetzt hier siegreich ausgehen, das macht mich doch recht glücklich in Gen 6. In einer sehr, sehr schönen Gen mit sehr, sehr schönen Pokémon. Ja, Gen 3 oder halt Oras jetzt, der Remake, ist generell in meinem Herzen was ganz Besonderes. Und dass wir hier zurückkehren konnten, war ziemlich schön. Vor allem nach der letzten Titelfolge von PBA Season 2. Es ist schön, jetzt auch die PBA mal zu gewinnen, als Sieger jetzt tatsächlich mal rauszukommen. Ja, und das war anstrengend. Aber wir haben es gegen Ende geschafft. Ich werde noch ein Fazitvideo machen, wo ich noch über die einzelnen Mons rede. Es gab so ja so einen Mon wie Regirock, was gar nicht mitgekommen ist und wie die Mons so performt haben. Ich bin froh, dass wir irgendwie den All-Star-Squad irgendwie dabei hatten. So mit Megalatias, der nichts gemacht hat. Das Fitting war, Empoleon hat wieder ein bisschen gecarried. Koba ist wieder auf Moves reingekommen, wo du denkst, was? Wieso kommt Koba auf Megamedi rein? Miss Mage ist einfach, surprisingly macht er einfach Dinge. Aromatist, der Check macht einfach und Lando, der Cleaner. Ich glaube, das war alles ein sehr, sehr fitting, eine sehr, sehr fitting Representation. Und damit gehen wir als Sieger aus der PBA. Und ich könnte nicht glücklicher sein. Ich hoffe, euch hat die Season gefallen. Wir sehen uns nochmal im Fazitvideo. Und ich verabschiede mich. Bis dann und ciao.